Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Runeterra 2 mit mit Makedonien und ja, ne? Hier. Die Verteidiger Fellas holen sich jetzt mal Pulpodeva. Genau. So, also, die Lage hat sich auf jeden Fall entspannt. Teilweise sah es ja ziemlich heftig aus. Aber ich habe ja aus Versehen mit Sparta wieder Frieden geschlossen, was ich eigentlich nicht wollte. Aber naja. So. Das können wir jetzt auch automatisch machen. An sich hätte ich eigentlich mit denen eher Pergamon wieder einnehmen müssen. Aber egal, ich hab's jetzt nicht gemacht. So, genau, du bekommst jetzt hier noch den da. Du bekommst nichts. Doch. Eine Tradition. Du bist so ein linker Fuchs, ne? Ja, dich mache ich auch zum Nachtkämpfer. Gut. Und zwar hier. Wie alt bist du? 36? Ah, irgendwann muss der ja weg. Alles klar. Was machst du? Warte mal. Das ist eine Armee. Das ist eine Armee. Ja, das war nicht sehr klug. Kamerad. So. Mit denen gehe ich mal hier hin. Die bleiben hier. Weil hier ist ja, steckt ja noch eine Fullstack-Armee von ihm. Die werden wieder zurückgehen. Mit den beiden werde, also mit der werde ich dann wahrscheinlich hochmarschieren. Mit der komme ich auch entgegen. Die kümmern sich darum. Der lebt halt immer noch. Der ist jetzt 66. Ah ja. Mal schauen, ob er bis nach Susa kommt oder ja. Holen wir ihn mal hier hin. Susa war ja die fette Hochzeit oder die Orgie, will ich es nicht nennen, aber die Massen, ja, Massenhochzeit in Susa. Und das gibt es ja immer noch als Sprichwort. Das ist so krass, weil wir einfach so paar Ereignisse in der Geschichte der Menschheit dann tausend Jahre später immer noch als Sprichwort gibt, also oder eben zum Sprichwort gemacht wurde. Also das finde ich schon krass. Also ist auch immer super interessant, woher so paar oder woher die ganzen Sachen kommen, ne? Leichten Kavallerie habe ich nicht. Kultur, ja, okay. Forschungsrate. Und du holst dir jetzt noch. Was habe ich denn da verloren? Ah, hier, Leinenpanzer-Schwertkämpfer. Okay. Ja, weiter. Und immer schön was trinken, Jungs. Und Mädels. Nur aus einer starken Position heraus mache ich ein Friedensangebot. Andernfalls ist ein Friedensangebot nur Feigheit. Nee. Also selbst wenn sie Klientelkönigtum annehmen, ich weiß nicht, nee.
irgendwie. Nee. Jetzt, wo sie sehen, dass sich die ganzen Feinde wieder zurückgeschlagen habe, dann kommen sie wieder, ne? Ey, wieso sind die alle so plötzlich so gut? Also, die erreichen ja alle was. Voll dämlich. Und jetzt kommt da eine Vollzeitarmee. Natürlicher Tod. Okay. Pella. Okay. Militärstörung. Das gibt's nicht. Das ist so in Verruf gebracht. Ja. Alter, das gibt's nicht. Das. Sowas hasse ich. Das sollte es wirklich so eine maximale. Also in eine Grenze geben. Also quasi das. Wenn die so und so alt sind, dann kann man sie nicht mehr bestechen. Die sind dann so heftig gut. So, der geht jetzt wieder nach Ephesus zurück. Der kümmert sich um hier unten. Ja, das schafft er jetzt noch. So. Super. Du bist ein General mit Moral. So. Gut. Du stiefelst hier einfach so rum. Hier mache ich mal eine Flotte. Hier. Warte, mit den beiden anheuern. Ja, und dann. Okay, dann so und dann erledige ich die dann nächstes Mal. Super, du kommst jetzt in normalen Modus her. Was ist eigentlich mit den Triballern? Die Triballer haben nur noch eine Stadt. Junge. Die haben nur noch eine Stadt. Götter des Jenseits, verschont mich! Warum stört ihr heute meine Verdauung. Gut, dann. Götter, gebt mir Kraft! Wardel. Selber schuld. Dann bist du jetzt gearscht. Die haben hier fast eine Fullstack-Armee. Aber keine, die ich nicht schlagen kann. Ja, fast eine Fullstack-Armee. Naja, ich hab dir die Wahl gelassen. Oh, ich hätte sie jetzt zum Klientelkönig machen können. Das wäre halt sowas von gemein, sag ich mal. Das wäre halt so. Ja, du willst nicht mein Klientelkönigtum bla sein, dann ja okay, erober ich dich und mach dich dann dazu. Das ist schon echt gemein. So. Ah, stimmt, die wollte ich ja zur Verteidiger Pella.
Die Rache Alexanders. Ah ja, okay. Ja, stimmt. Die wollte ich ja zu so einer Dudine machen. Der geht mal zurück zu Pella. Hier ist noch einer, aber der hat nicht viel zu sagen. Ja, Pergamon ist jetzt noch hier, da und da. Super. Dann, genau. Dann kann ich ja hier die Flotte nehmen und Richtung hier segeln. Weil die ist ja jetzt schon geheilt. Quasi. Gut. Wir können weitermachen. So, jetzt kommt da die Elite-Streitmacht schlechthin. Voll cool. Ich bin mal echt, also das nervt mich ein bisschen, dass ich dass ich mit Sparta wieder Freundschaft geschlossen habe. Das ist ein bisschen übel nervig. Und nein, der hat jetzt das so gemacht. Aber egal. Wieso sind die im Meer? Gut, aber jetzt sind die weg. Ein einfacher Tribut. Mehr erwarten und. Ja. Man erwartet gegen so ein Riesenreich nichts. Man erwartet. Ja. Jagen. Invasion geht an Land. Rang erhöht. Kind ist geboren. Bereit zum Kommandieren. Agent erholt. So. Eine neue griechische Armee. Was ist das denn schon wieder für ein Kack? Also ja, es ist zwar gut, dass der 64 schon ist und dass ich gerade geschützt bin, aber oh, sowas nervt. Was haben die Entwickler sich dabei gedacht? Also jetzt ohne Scheiß. Also ich bin echt ein Fan von Rome Total War. Also ich feiere es total. Aber es ist halt total ein Quark, wenn einer von deiner Familie, klar, es kann ja sein, dass einer von deiner Familie dich hintergeht, das ist ja schön und gut. Ich kaufe mir gleich einen Hut, aber wenn das so überhaupt keinen Sinn macht, ich meine, schau, Alexander ist stolz. Ich meine, der ist jetzt Level. Der ist Level 10. Das ist halt, ja. Nervig. Aber mei, ja, mei. Naja, jetzt bekommt er halt nichts, ne? Ja, doch. Also das bringt ihnen halt auch nichts. Nichts mehr. Weil der wird bald sterben. Also hoffe ich. So, hier die da. Die 10.000. Gehen mal Richtung Dura. Warum? Weil ich nämlich bald auch. Ah, das ist gut. Weil ich bald den Süden, also hier die arabische Halbinsel,
bisschen ein, mir einverleiben will. Ja. Warte, die löse ich auf. So. Die löse. Ja, nee. Königliche Pelzassen mache ich eine. Gut. So, Pergamon. Tut mir leid. So, der bekommt noch was. Kavallerie. Die Kavallerie bekommt er. Ihr geht jetzt mal hier hin. Und ja, ne? Die tanken hier mal auf und warten, bis ich mit der Rache da bin. Hier Sparta, die hassen mich. Seid gegrüßt. Seid nicht so schweigsam, als hätte man euch die Zunge aus dem Mund. Ein solches Angebot würde selbst einen Ziegenhirten beleidigen. Dies ist durchaus passend, kommt es doch von einem Volk, das seine Ziegen liebt. Gut. Selber schuld. Wer mich ein Ziegenficker nennt, der muss auch dementsprechend klarkommen, dass jetzt die Rache sowas von durchkommt. Das ist halt jetzt richtig bescheiden, weil, also ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, dadurch, dass wir jetzt, das wird auch eine Strategie, dadurch, dass wir vor 5-6 Runden ihn, seinen Frieden angenommen haben und jetzt schon wieder gebrochen haben, sind wir halt jetzt nur noch vertrauenswürdig. Das ist halt. Hä? Athen mag mich, aber wir. Hä? Okay, also wenn Athen nochmal anbietet, Klientelkönigtum zu werden von mir, dann nehme ich es an. So, warte, ich schau mal kurz. 81 ist das höchste. Ja, 81 ist das höchste. Gut. So. Holla die Waldfee. Pergamon ist von der kompletten Karte zurückgegangen auf ein Gebiet. Ja. Aber das war abzusehen. Also, Pergamon hatte sehr viel mehr Fullstack-Armeen, als die noch erobert haben. Als wir sie jetzt angegriffen haben, haben sie ja lange nicht mehr. Oder, also, haben irgendwie eine größere Pause gemacht. Und, ja, dementsprechend war das ein bisschen komisch, dass die jetzt nichts mehr gehabt haben. So, du gehst jetzt mal darunter. Duse da. Armeesabotage. Seit wann ist Scheitern willkommen? Gut. Genau, der marschiert weiter.
Der bleibt da, der bleibt da. Die kann hier noch aktiviert werden. So, linke Faust Alexanders. Okay. Gut, 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 gut. Dann machen wir weiter. Siedlung erobert. Ja, passt alles. Oh, und gleich ist die da Artillerie zur See fertig und dann haben wir 7 Erfolgsrate. Mhm. Verstärkungsrate aller Armeen und Flotten, das ist halt richtig, richtig gut. Dann haben wir Taktik alles voll, Belagerung haben wir nicht alles voll, aber da brauchen wir nur die 3. Dann gehen wir mal nochmal auf Wirtschaft. Ja, eine Runde, das ist easy. Kolonie, Waffenschmiede, uiuiui. Das braucht halt nur 2, 5, 12 Runden. Gut. So, also, Pergamon ist besiegt. Also, Salamis wird noch. Dies ist ein Zeichen erreichter Einigung und weiteren kommenden Einigungen. Bei Zeus, nehmt dieses Angebot nicht auf die leichte Schulter. Ich unterbreite es euch in Freundschaft, doch das kann sich ändern. Naja, ich hab gesagt, wenn die nochmal kommen, dann ja. Dann ja. Nein. Nur aus einer Stadt. Nein, du hast mich einen Ziegenbumser genannt. Das kann ich doch nicht einfach so ignorieren. Auf allen Vieren. Das kämpfe ich, weil ich glaube, ich kann ihnen ziemlich was abziehen. Ich habe halt auch noch die Garnisonsflotte mit Fernkämpfern. Klar, also er wird 100 Pro gewinnen, also kein Zweifel. Aber ich denke, ich kann ihn ein bisschen was abluchsen. Ich habe jetzt die hier vorgestellt, damit er eben die angreift und nicht die Pikinier. So, bitte alle komplett hier hin. Das wäre freundlich. Natürlich machen sie es nicht. Söhne des Ares! Makedonien! Doppelte Geschwindigkeit!
Der macht's halt echt gut. Die Männer wanken. Iken, herein! Unser General wird angegriffen! Bogenschützen! Gut. Schwere Plänkler. Ja, der macht halt meine Phalanx kaputt. Dieser Hubskopf. Dieser Pupkopf. Jetzt die. Weil die holen sich die und die holen sich die. So geht ihr so komisch hin. Ist voll dämlich. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Na schön. Das ist ein schändlicher Anblick. Söhne des Ares. Bogenschützen. Möge Hades sich unsere Feinde holen! Streitschleuder! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Gut. Wenigstens habe ich die Pferde noch bekommen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! So. Ja, die... Ich schau mal, 100 haben die bekommen. Das war... Aber ich hätte mich besser aufstellen können. Aber ich weiß nicht wie. Wahrscheinlich bei dem Zipfel da hinten. Nächstes Mal, also wenn nochmal so eine Karte kommt, werde ich da dann hingehen. Wieso makedonische Abtrünnige? Du, ihr seid doch schon weg. Ich hab euch schon besiegt. Danke. Oh. Achso, die eine Falafel hier. Alexanders Vermächtnis.
Oh, ich habe ja einige. Die sind alle sehr gut. Also der ist schlecht, der ist krass. Ich nehme den da wegen Verwundung feindlicher Agenten. Das ist super. Rang natürlicher Tod. Natürlicher Tod. Ja. Genau, der Dude. Schade, schade, schade. So, also. Du holst dir erstmal den ersten. Der sagt, dass ich 50% Verlust habe. Oder 44% Verlust. Wie will er das denn schaffen? Vor allem, wenn ich Schutzstellung mache? Dann kämpfe ich das. Als ob der mich fertig macht. Der hat nur die Hälfte und der sagt, er nimmt mit dieser Hälfte meine Hälfte mit. Nebel? Nee, ich warte. Ich habe Artillerie. Regen? Ich warte. Ich habe Artillerie. Regen? Ich warte. Trocken? Ich greife an. So, wunderbar. Hier die wunderbare Aufstellung. Hier natürlich sehr schön brennende Geschosse. Bisschen nach da. Wobei ich kann ein bisschen so lastig gehen, weil hier ist der General, deswegen werde ich mich darauf fixieren. Du kommst hier hin. Nope. Befehl. Ja, ich befehle so. Gut. Natürlich alles Brandgeschoss. Was ist denn das denn? Ihr fahrt nach da. Und ihr fahrt nach da. Und ich würde sagen, die fahren nach so schräg. Unterstützungsschiffe zu Unterstützungsschiffe bereit. So. Ihr werdet volle Kanne auf den General gehen. Ihr geht weiter. Sehr schön. Wieso rammst du? Fahr zurück. So, sehr schön. Ja, das kann sein. So, du fährst hier. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. So, du bekommst auch noch einen Bonus, weil du aus dir. So, du kommst hier hin. Du drehst mal um. Du kommst nochmal. Du kommst nochmal. Unsere Männer fliehen von der Schlacht. Bitte fokussiert das Feuer jetzt auf das letzte Schiff. Unsere Geschosse erwarten eure Befehle. Unsere Geschütze erwarten eure Befehle. Wieso wankt der? Unsere Männer fliehen von der Schlacht. Die haben jetzt schon gewonnen und die wanken noch. Und wieso greifst du den an? Du Idiot. So, und doppelt bam. Gut.
Ja, okay. Ja, okay. Das war wirklich realistisch anscheinend. 50% Verlust. Hm. Oder ein bisschen unter. Also der hat sogar noch besser gemacht als ich. Ha. Ja, weil, ja, die Dinger hier sind ja nicht so die klügsten. Okay, ich mache eine Seeblockade. Ja, wobei, nee. Ja, wobei, jetzt kann ich's machen. Ja, entscheidender Sieg. Meine Artillerie macht alles. And it's gone. Gut. Warte, ich habe hier dreimal das gleiche. Das ist ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. So, was wollte ich jetzt machen? Genau, hier. Hier habe ich alles. Ja, komm. Mache ich schnell das da, damit ich die Metropole bekomme. Und dann, hier habe ich ja auch. Hier, das da. So. Überall Zeus. Was machst du denn hier? Nee. Amphitheater, Diamant. Also Goldschmied. Das ist genau dasselbe. Das war's. Pergamon ist tot. Lang lebe Pergamon, wie man so schön sagt. Du kurierst noch ein bisschen aus. Warte mal, wo bist du denn? Hier bist du. Dann schau mal hier nach Apollonia, was da so gerade passiert. Ja, zwei. Ja, anderthalb Vollstag-Armeen. Hier marschiert gerade einer, der darf dann nicht marschieren. Der kommt nur bis hier. Die Kinder des Zeus. Ja, ich warte noch eine Runde. Alexanders Stolz kommt jetzt. Ich könnte Sparta auch erobern. Ich glaube nicht, dass die innerhalb von einer Runde. Ach Gott. Das ist echt nervig. Aber egal. Gut, der poliert jetzt auch gerade seine Dudes. Warte, ich hol den jetzt mal und segel nach drüben, damit ich hier ein bisschen Stress machen kann. Und, oh, wir sind schon bei 40. Ah, oi. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.
Oh,